So, nice. Ich habe Konsti gerade aufgewärmt. Sieht sehr, sehr gut aus. Für ihn gegen den Lil Fruzy. Maxi hat auf jeden Fall auch schon Sets gezogen von Konsti und sehr nice Combo. Aber Konsti hat auf jeden Fall den Set-Record stark in seiner Favor. Was meinst du? Doch, gerne. Ja, nice. Ja, FG. Natürlich auch ein Counterpick, aber ich finde eigentlich Yoshis und Fountain ein bisschen schlimmer für Falcon. Aber ist natürlich auch Präferenz einfach als Fork-Spieler. Sehr schön. Aber da kann er einfach die Lash graben oder zurück zur Stage, ja. Hat er die Kante? Ich tippe mal, das sollte kein F-Smash sein. So, jetzt 4 Stocks zu 3 für Lil Fruzy. Ja, hätte er fast den Stomp bekommen, das wäre auch der Kill gewesen. Ja, da kann er leider nichts machen. Ja. Wie man hier sieht, gegen Falcon tatsächlich näher Shine, okay. Aber näher Grab ist wirklich das, was du ganz schön oft bekommst als Fox. Wenn du näher Shine machst, wirst du ganz schön oft gestompt. Oder der Falcon ist auch in der Luft nach der Näher. Das ist dann ganz schade. Aber den Grab bekommst du einfach direkt einen schönen Punish. Und jetzt Maxi mit dem Lead. Oh ja, der Dribble Shield grabbed. Schön in die auf dem Knee tatsächlich, dass er einfach direkt zur Edge slidet. Kein Tech Chase, kein Double Knee. Jab, Jab, Grab. Hätte er doublen können oder eine Up herannehmen können, aber dafür muss man auch bereit sein. Sehr schön. Two Stocks apiece. Alles noch drin für Konsti. Oh, schön. Springt über den Full Hop rüber von Maxi mit seinem eigenen. Sehr schön. Stomp. Ah, das war ein Messer von Maxi, oder? Ich glaube, er wollte nicht einfach so rumlaufen. So, jetzt kriegt er noch den Grab und jetzt es ist langsam einfach nur die Konsti-Show. Ich finde auch, sein Punish-Game ist heute echt on point. Also nicht, dass er so ein schlechtes Punish-Game hat, aber ich finde es mir heute besser. Vielleicht einfach ein bisschen wärmer gespielt, ein bisschen mehr gepracticed. Ja, der Air-Dash funktioniert schon das ganze Turnier lang. Aber der ist auch nice. Ah, schade. Und der Grab. Kriegt den Read nicht, aber die Side-B. Hätte die Berger fast fallen müssen, aber das sah auch sehr komisch aus. Dann hätte die auch getroffen. Oh nein. Ja, da wäre noch was drin gewesen, aber schade für Maxi. Geht er jetzt zurück auf FD oder was ist hier der Play? So, geht nochmal zurück auf FD. Er denkt, er kann es hier schaffen. So, bekommt nur das Weak Knee Konsti, aber er hat den Dashback auf jeden Fall rausgecallt. Und das ist massive Damage. Schöner Fadeback mit dem Laser. Wurde nicht gegrabt aus seinem Weg nach unten. Der Upsmash. Achso, das killt noch gar nicht. Ah, Maxi wirft es weg. Das hätte er nicht machen müssen. Er hätte einen schönen Frontstock Leak gehabt. Ja. Oh, ja, ich weiß ja nicht. Langsam stirbt der Traum des Lil Fruzys. Oh. Cleaner Punish. Oh ja, die nähert zurück. Maxi dachte, er kann den Ledge Grab auskommen mit dem Shine. Schon wieder der Grab auf den Drill. Ah, komische Flaps von Maxi auf jeden Fall. Das ist schon ein paar Mal, dass er einfach so rumgelaufen ist und ich glaube, er wollte was ganz anderes inputten. Aber trotzdem, two stocks apiece. Ja, schöner Drift bei der Back Air. Oh, wow. Ja, Konstis Double Jumps sind gerade ein bisschen tricky. Ich habe schon zweimal Maxi hintereinander erwischt damit. Ja. Wow. Ja, leider die Side-B nicht, aber das Punish Game am Fox ist heute echt gar nicht so übel. Naja.
Oh, diesmal war aus der Range raus von der Double Jump Back, obwohl er nach hinten gedriftet ist. Er kann runtergehen, aber er kann auch Down Tilt. Abwehr. Oh, sick. Der hatte alles gecovert. Stark von Konzi. Leider viele Messups von Maxi. Da wäre mehr drin gewesen für ihn.